Und damit herzlich willkommen hier zurück in Super City. Wir sehen gerade hier ein Schiff ausfahren und in dieser Folge hätten wir eine Schiffsmitfahrt machen können. Machen wir vielleicht dann in der nächsten Folge, weil wir jetzt nämlich einen Hafen bauen. Deswegen bin ich ja auch beim Schiff. In dieser Folge baue ich den neuen Containerhafen. Oder so neu ist er gar nicht mehr. Im Spieß habe ich seit Monaten. Ich habe ihn noch nicht verwendet. Ich habe jetzt auch ein bisschen Pause gemacht mit Super City wieder. Ich wollte den Containerhafen mal verwenden, den es im Spiel gibt. Und der hat einen bestimmten Platz, wohin soll. Ich habe mir schon ein Liniennetz überlegt. Und den werden wir jetzt einfach als erstes mal in der Folge setzen. So. Dafür brauchen wir den Bahnhof natürlich. Habe ich Hafen gesagt? Ich meinte den Bahnhof. Ich meinte hier aber am Hafen. Das meinte ich. Ach, guck mal, hier kann man sogar... Das ist der Umsteigplatz, genau. Dann gucken wir mal, was wir hier einstellen können. Umfahrungsgleise? Braucht man überhaupt Umfahrungsgleise? Eigentlich ist das ein End of the Line, ne? Weil ich würde den nämlich eigentlich ganz gerne... hier enden lassen. Genau, dass wir dann so hier... den hier so ransetzen. Und das ganze Gebiet würde ich dann noch ein bisschen einfach mit Asphalt zuklatschen. Vielleicht hier noch ein bisschen was hinstellen. Wir bauen in dieser Folge aber eher die Züge und die Anschlussgleise, würde ich sagen. Hochgeschwindigkeitsgleise brauchen wir eigentlich nicht. Standardgleise sind völlig in Ordnung. Waren anzeigen ist auch in Ordnung. Ja, oder? Ja, das machen wir hier hin. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch eine Straße entlang kriegen. Was ist denn hier wieder los? Oh, hier hat sich die Textur ein bisschen zerhauen. Ich werde vielleicht ein bisschen vorher das ein bisschen angleichen, dass es die Textur nicht so zerhaut. So, zack. Alles ein bisschen gerade machen. Das war jetzt auch nur die Straßentextur, aber es sah trotzdem ein bisschen komisch aus, ne? Wenn ich jetzt so mache, geht's. Ich weiß nicht, was diese Straßentextur da vorne immer hat für ein Problem. Hier wird es gehen, aber fast zu eng, finde ich. Wenn wir hier nur eine Straße durchziehen. Machen wir mal, mal gucken. Also ich würde hier auf jeden Fall gerne eine breitere Straße durchziehen, wie es in Häfen nun mal meistens so ist. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Dann lassen wir die hier mal so enden. Hier so durchziehen, genau. Dann kurze Straße hier ran. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Nee, hässliche Rampe. Ich werde das mal wegnehmen und werde das hier auch in dem Gebiet ein bisschen angleichen müssen. Ja. Nein, ich hätte gern die breitere Straße. Genau. Dass das hier schon mal dran sitzt, also angebunden ist. Das können wir sogar hier anbinden. Da würde ich fast sogar sagen, wir machen... Machen wir die oder machen wir... Eigentlich finde ich die sogar besser. Die hat irgendwo nach Hafenstraße, Industriestraße aus. Könnte auch, wie gesagt, so eine kleine Straße sein. Also eine Straße für so ein Wohngebiet. Aber ich finde, es sieht auch ein bisschen nach Industriestraße aus. Vor allem die mit diesen Laternen und so. Das passt schon. Wenn wir jetzt hier rausgehen, noch einen zweiten Strecke bauen hier vielleicht, dass man das hier nochmal... Können wir das so ein bisschen gerade setzen, ja. Hier nochmal ein bisschen Straße rausbaut. Wir werden das eh gleich alles asphaltieren hier in dem Gebiet. Nur, dass man vielleicht auch benutzen kann, dass man da eventuell einen LKW hinstellen kann oder drehen lassen kann oder was auch immer. So. Hier vorne geht es dann noch raus. Hier würde ich sagen, geht dann auch diese breite Straße in diese Richtung. Wir werden noch ein paar LKWs hier anfahren lassen. Und zwar hatte ich mir auch überlegt, hier eine breite Straße zu bauen und hier ein Autobahnkreuz ranzusetzen. Eine kleine... Also die Straße wird jetzt hier breiter ausgebaut, bis hier vorne. Und wird dann als Autobahnzubringer für die LKWs dienen. So. Das heißt, wir müssten diese Straße hier schön breit ausbauen. Bitte aber zur Landstraße, würde mir völlig reichen. Eine Autobahn. Oder wollen wir dann eine Autobahn rausmachen, so eine zweispurige Autobahn? Ich meine, das sieht ja auch noch Schnellstraße aus, ne? Würde ja auch als Schnellstraße funktionieren. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist, hier so eine breite Straße zu setzen oder ob wir jetzt auch eine einfache Straße setzen können für die LKWs. Aber ich fände es irgendwie cooler, wenn wir so einen breiteren Zugang für die Strecke haben. Jetzt hier, wie sieht der aus? Ja, ich finde die besser. Als da eine Autobahn zu setzen. Ist ja, wie gesagt, so ein Hafenzubringer. Strecke.
ein bisschen krumm, weil wir hier der Straße die ganze Zeit folgen. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Ja, wir setzen mal so ein Stückchen hier noch weg. Ja, was ist los? Ja, ich weiß, dass das noch nicht angeschlossen ist. Alles gut, Spiel. Wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. So, dann hier vorne. Einmal in die Kurve. Oder wir gehen tatsächlich hier... Eigentlich können wir auch bis hier in die Straße sitzen. Nee, das können wir auch machen. Tatsächlich. Wäre das hier eine sehr scharfe Kurve, dann setzen wir das Stückchen hier nochmal weg. Vielleicht so. Ja, okay, eine scharfe Kurve kann auch mal vorkommen, dass man hier so eine Kurve hat. Alles gut. Das Problem ist, dass wir jetzt hier nicht mehr wieder rumkommen, aber das kriegen wir hin. Dann reißen wir die Straße doch nochmal weg von dem Steinbruch. Eventuell können wir auch Güterzüge rüber zum Steinbruch fahren lassen. Ein paar Schüttgut-LKWs. LKWs, vielleicht auch ein paar Züge. Mal gucken. So, dann. Dann setzen wir das nochmal bis hier vorne. Das will er auch nicht, logischerweise. Hier kriegen wir es irgendwie, dass er es anbindet. Ne, will er gerade nicht. Machen wir nochmal ein Stückchen wieder weg. Müssen wir ein bisschen näher heransetzen. So, ja, jetzt bindet das an. Sehr gut. Und dann geht das hier hinten noch in eine Kurve. Und geht dann hier zum Hafen. Ist also ein reiner Hafenzubringer, diese Strecke. Hier werden einige LKWs rollen. Vielleicht auch ein paar... Personenfahrzeuge, weil ich will natürlich auch ein paar Magneten setzen, um einfach Hafenarbeiter zu simulieren. Und dann fahren wir hier... Nee, so. Hier raus. Ja, es passt sogar. Ich würde sagen, wir brauchen hier auch nur die Abfahrt in eine Richtung erstmal. So. Wenn wir dann hier rausgehen, dann würde ich sagen... Gehen wir hier runter durch, weil eigentlich sind ja, kommen die LKWs nicht aus der Stadt, sondern aus dem, aus der anderen Strecke. Also aus der Region sozusagen kommen ja die LKWs hergefahren hier. Deswegen ist es wichtiger eigentlich, dass wir hier eine Strecke haben, die da hinführt. Das ist eine hohe Steigung. Kriegen wir das über die Bahnstrecke rüber? Das sieht natürlich auch cool aus, wenn wir die Straßen auch so halb über die Bahnstrecke rüberziehen und dann nur runtergehen. Ja, das geht. Hier. Komm, komm, komm. Ja, funktioniert. Sehr gut. Müssen wir dann nur gleich drehen. Hallo? Werkzeuge, das war das doch, oder? Nee. Das sollte man doch heute auf einmal über rechte Maustaste so gedreht, oder? Bin ich jetzt doof? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man die Straßen hier dreht. Na, so rum geht's. Hä? Hat eine Brückenpfeiler-Kollision, weil die Straße andersrum liegt, oder was? Das wäre mir auch neu. Wir probieren das jetzt nochmal ganz kurz so. So, gerade hat es doch eindeutig funktioniert. Ja, jetzt geht's, okay. Jetzt müssen wir das hier nochmal drehen. Kann es jetzt drehen? Ja, jetzt geht's. Komisch, dass er gerade die Straße nicht drehen wollte. So, sieht das gut aus? Ja, aber ist drüber, ne? Also passt. Knapper aus, als es ist. Die Auffahrt. So. Und die müssen sich erstmal orientieren, weil es da noch eine neue Auffahrt gibt. Das ist auch eine steile Rampe hier. Aber es ist ja Abfahrt. Das ist nicht das Problem. Wenn es eine Abfahrt ist, können die müssen die LKWs nur einen guten Retarder haben, um hier runterzukommen. Also eine Motorbremse, weil die. Oder gute Bremse, aber normalerweise macht man Gefälle, glaube ich, mit Retarder beim LKW. Dann geht das hier auch. Und hier vorne fahren sie ja sanft wieder hoch. Ich denke, das ist in Ordnung. Dass ich noch machen würde, wäre hier an der Kreuzung tatsächlich noch eine normale Straße anbinden. Also eine kleine, ich hätte gern so einen kleinen Feldweg, also keinen ganz kleinen Feldweg, ehrlich gesagt. Ja, das passt aber, der ist in Ordnung. Und dann würde ich hier die Straße hier vorne mit an den... Wollen wir hier einen Bahnübergang setzen? Ja, ja, warum nicht? Bahnübergänge sind doch immer schön. Gehen wir zwar ein bisschen hoch und dann wieder runter, aber die Straße passt sich halt
der Bahnstrecke an, nicht andersrum. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier in Kreise reingehen. Das passt aber auch nicht wirklich, ein bisschen eng, ne? Jetzt hier in Kreise reingehen, das sieht bestimmt komisch aus. Oder wir gehen hier erst in die Straße rein. Geht auch. Ja. Ist da eine Ampel, ne? Also die Ampel müssen wir da auf jeden Fall wegmachen. Aber sieht das komisch aus, wenn das ist so eine zu große Kreuzung? Ampel. Wo fahren die Ampel? Merkt man, dass ich lange nicht mehr Transportwürfe gespielt habe? Ja, merkt man, glaube ich, ne? Wo war denn die Ampel hier? Irgendwie konnte man die Ampel entfernen und hinsetzen. Ja, so, aber man musste... Irgendwie muss man das doch... Ah, jetzt kann man es anklicken. Genau, Ampel weg. Perfekt. Lassen wir erstmal so. Wie sieht das hier von der Steigung aus? Das ist schön. Vom Bahnübergang. Dann müssen wir die Zulaufstrecken bauen. Hier müssten wir auch noch mal ein bisschen ran. Ich will das nur ein bisschen, schöner haben. Ach ja, die kommen ja auch gar nicht raus, fällt mir gerade ein. Wir blockieren ja die ganze Strecke, weil hier die S-Bahn noch stehen und die ja gar nicht rein und rauskommen. Fällt mir auch gerade erst ein. Ups. Dann würde ich sagen, lassen wir die einfach erstmal alle rausfahren hier. Die fahren bisher von Nord nach Süd einfach durch hier. Das ist in Ordnung. Ihr könnt euch übrigens hier entscheiden, in der letzten Folge gab es eine Abstimmung, welche dieser vier S-Bahnen auf zwei der S-Bahn-Netze sollen. Also die ersten zwei, für die ihr euch entscheidet, oh, das ist ein bisschen knapp hier, die werden bald hier auf einer Anlage sein von den Vieren. Abstimmung im Community-Tab, immer noch, sollte noch laufen bei der Folge. Im Community-Tab. Auf meinem Kanal, also einfach auf meinen Kanal klicken, Community-Tab. Dort könnt ihr dann abstimmen, welcher diese S-Bahn da jetzt bald fahren soll. So. Zulaufstrecken wollten wir bauen. Dafür wollte ich, jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt komme ich wieder vom 100. ins 1000. Spiel, bitte nicht wegschmieren. Neuerdings sollte er eigentlich einen Crash dafür erstellen. Trotzdem wäre es nicht so gut. Also er stellt ja so einen eigenen Spielstand, einen eigenen Speicherstand für einen Crash. Das sollte passen. Ich würde hier gerne einen Bahnhof hinsetzen. Einen Bahnhof, einen ganz kleinen nur, für die Bediensteten, die hier im ICE-Werk arbeiten. So, das würde ich gerne mit diesem Bahnhof machen. Zwei Gleise. 80 Meter würde fast reichen. Ich will keinen großen Bahnhof hier haben. So, nee, daran nicht. Bitte hier. Wir können auch schon mal die Strecke ein bisschen rausziehen hier. 10 Kilometer wollte ich jetzt nicht haben. Ich würde gerne 160 haben. Wo sind sie hier? 140, 160. Ne, meistens 50. Ne, nehmen wir hier mal 35. So, das ist ja jetzt hier kurz vom Bahnhof. Obwohl, eigentlich könnten wir hier dann auch wieder die Oberleitung rausnehmen, ne? Nach dem Bereich, würde ich sogar fast sagen. Ja, dass wir hier tatsächlich eine Dieselstation haben. Nehmen wir hier mal das wieder weg. Und bauen das hier mal weiter. Sind das jetzt Betonschwellen? Eigentlich hätte... Nee, komm, wir nehmen mal Beton. Passt schon. Ich würde sagen, dann wird das hier auch wieder eingleisig, die Strecke danach. Also die läuft jetzt gar nicht lange zweigleisig hier. Ich kann diesen Bahnhof hinsetzen. Das ist sehr, sehr eng an den... Obwohl, passt, kann man eigentlich wirklich machen. So, 80 Meter hatten wir gesagt. Keiner, ja, ist in Ordnung. Tatsächlich. Dann würde man hier tatsächlich hier rauflaufen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und dann würde man hier noch ein bisschen was zwischenbauen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen hoch, ne, der Bahnhof hier. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Da müssen wir das mal ein bisschen angleichen, das Gebiet. Da achtet man irgendwie weniger drauf, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es hier am Wasser höher ist. Aber tatsächlich ja. So, wir setzen den gleich mal wieder. Erstmal die Gleise wieder ein bisschen rausbauen hier. Bitte gerade, genau. Da auch noch. Dann bauen wir hier wieder den Bedienstetenbahnhof sozusagen. Oder Angestelltenbahnhof, wenn man das für Bediensteten. Welchen Jahrhundert lebe ich denn? Der Angestelltenbahnhof. Dann würde jetzt. Ach, das ist ja genau das Kopfbahnhof.
Ich würde gerne auf beiden Seiten eine Treppe haben. Geht das? Hat er jetzt auf beiden Seiten eine Treppe? Ja, genau. Sehr gut. Genau, und jetzt haben wir hier so einen kleinen Überweg drin. Das finde ich auch sehr schön. Oder wollen wir überhaupt kein... Komm, wollen wir gar kein Dach machen? Ich glaube, das wäre... Nee, komm, Dach können wir später noch ansetzen. Das geht ja durchaus. Ja, genau. Dann haben wir hier so einen Übergang. Das passt schon. Hier auch eine Unterführung wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil man hier direkt am Fluss liegt, ne? Wenn hier mal Überschwemmungen stattfinden. Gut, dann sind die ganzen teuren ICE-Züge kaputt. Ist auch nicht so schlau. Aber wenigstens ist dann der Herr nicht in der Bahnhof geflutet. So. Fläschchen, das wäre doch eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen das anders. Ich weiß, dann würde man hier wahrscheinlich bei der Bahn, zum Beispiel, wenn man hier entlang fährt, sieht man nicht so viel, aber es wäre realistischer. Das ist wieder so eine spontane Idee von mir jetzt. Aber ich finde es cool. So, wir machen einfach, brauchen hier einfach einen Damm. Sozusagen so einen kleinen. Kriegen wir das hin? Ich meine, wenn wir da Gras rüberlegen, dann würde das bestimmt aussehen wie ein Damm. Also, dass wir einfach ein bisschen das hier vor Wasser schützen. Weil das macht ja wirklich Sinn, wenn hier so eine kleine Überflutung ist, dass hier direkt die... Das macht keinen Sinn, wenn hier eine kleine Überflutung ist, direkt die ICE-Züge unter Wasser zu setzen. Deswegen machen wir hier, setzen wir einfach einen kleinen Damm ran. So. Wir machen die Assets da gleich nur ein bisschen weg, beziehungsweise die Bäume weg. Setzen da ordentlich Büsche drauf. Machen... Sorgen dafür, dass hier überall eine... Grastextur drauf liegt. Sieht das aus wie ein Damm? Ja, sieht schon aus wie ein Damm. Ist hier ein bisschen hoch an der Seite. Aber das kriegen wir hin. Ein bisschen gerade setzen. Ja, besser. Sollte auch nicht zu flach sein. Ist er zu flach? Nö, finde ich in Ordnung. Dass so ein bisschen was zumindest abhält, ne? Dann. Einmal Grastextur, bitte. Gras, hell, grün, wie sieht das aus? Ja, wir machen erstmal die ganzen Assets hier weg. Assets wegnehmen. Genau. Hier würde ich noch so ein bisschen das Terrain angleichen. So, genau. Perfekt. Dann Maltool. Ah, das sieht doch schon aus wie ein Damm, finde ich. Ja, passt, finde ich. Ein bisschen gleichmäßiger vielleicht noch ganz gut. Zumindest an der Stelle hier. Das ist ein bisschen nicht höher, würde ich sagen. So, ist ein bisschen extrem flach gewesen. Ganz gleichmäßig muss der nicht sein. Das ist schon ein bisschen realistisch, wenn das nicht ganz gleichmäßig ist. Aber ein bisschen zum Schützen ist es, glaube ich, ganz gut. Dann Asset. Wir nehmen Büsche zur Hand. Buschwerk, ja genau. Und setzen hier, bepflanzen den einfach den ordentlich, den Damm hier mit Buschwerk. Dass der ja auch ein bisschen befestigt ist. Die Wurzeln sorgen ja dafür, dass der nicht direkt wieder erodiert. Obwohl eigentlich macht man das eher bei Sanddünen, ne? Sanddünen fand ich erst überlegt, aber Sanddünen finde ich hier ein bisschen unrealistisch tatsächlich. Finde ich ein bisschen unschön. Finde hier so einen Damm wesentlich schöner. Einfach nur ein bisschen Schutz darzustellen. Ein bisschen aufpassen, dass hier nicht zu nah an die ICE-Züge rangeht, die hier sozusagen halten, auf die nächste Fahrt vorbereitet werden, dann ist das einfach so ein bisschen wassergeschützt, ne? Perfekt. Sag mal, warum steht hier eigentlich noch da rum? Weil das könnt? Habe ich jetzt hier den gesamten Verkehr blockiert? Er steht da, er steht da, er steht da. Ja, er kommt da nicht mehr raus. Ja, ja, die haben sich jetzt hier gegenseitig blockiert. Gut, dann schicken wir doch nicht auf die Strecke. Verkaufen wir sie. Meine, wir wissen ja, welches war. Notfalls schaue ich nochmal nach. Verkaufen wir sie mal, sonst blockieren die hier uns den ganzen Betrieb. So, zack. Und dann sollen sie mal alle hier wegfahren. Eigentlich müsstest du jetzt auch fahren können. Ach ne, jetzt wollen die beiden erstmal raus. Okay, es könnte jetzt wieder dafür sorgen, dass wir ein bisschen
Stau verursachen. Ich würde sagen, eine Möglichkeit wäre natürlich hier noch ein kleines Zwischensignal zu setzen, dass da nochmal Züge stehen können. Die fahren auch los. Gut, dann sollte das jetzt auch wieder funktionieren. Das hat natürlich jetzt einiges blockiert hier. Diese S-Bahn-Züge. Habe ich gar nicht dran gedacht. So, dann bauen wir jetzt weiter. Haben die jetzt ja, wir haben wieder Oberleitung gesetzt. Ich bin ein Vollhorst manchmal. Kriegen wir den Bahnhof nicht dann nochmal genauso? Genau, wir kriegen den nochmal genauso gesetzt wie vorher. Das, perfekt. Dann nehmen wir nämlich jetzt einfach die Oberleitung raus, weil sonst ist das ziemlich aufwendig. So, Oberleitung raus, genau. Perfekt. Und dann, ja, fahren die dann diese Züge und fahren dann runter zum Hafen. Das hier wird die neue S-Bahn liegen jetzt tatsächlich gerade. Und ich überlege, ob ich es ab jetzt hier eingleisig baue tatsächlich. Am Wasser entlang. Ich finde die eigentliche Streckenlage sehr cool hier am Wasser entlang. Die wird jetzt auch direkt zum Wasser gehen. Ich will ein bisschen, dass man davon auch die Schiffe sieht, wenn man da entlang fährt. Wenn man hier schon runter zum Hafen fährt. Ist auch neu, man kann auch meinetwegen eine Neubaustrecke sein. Wir können auch ein bisschen wechseln, dass wir tatsächlich ein bisschen, einfach ein bisschen, noch ein bisschen Holzschwelle nehmen. Dass die hier so ein bisschen unterschiedlichen Belag haben. Vielleicht ist der Teil erneuert worden. Finde ich immer ganz schön. Ist halt eine alte Hafenzubringerstrecke, die jetzt nur noch für den Personenverkehr genutzt wird. Weil Diesel. So, da bin ich wieder. Da ist vorher kurz meine Festplatte vollgelaufen. Und ihr habt nicht viel verpasst. Also wir haben einfach nur, ich glaube, ihr habt gar nichts verpasst. Wir haben diesen kleinen Teilstück noch gebaut und haben hier noch ein bisschen was an den Straßen rumgedoktert. Mehr jetzt auch nicht und wollten den gleich noch auf den Bahnhof hinsetzen. Da haben wir gleich ein bisschen rumprobiert, aber den habe ich dann auch wieder weggerissen. Also ihr habt nicht viel verpasst. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, vielleicht der eine oder andere auch schon aufgefallen. Hier sollte eigentlich ein Containerzug stehen, der hier End- und B-laden wird. Der scheint nicht, also die Wagen dafür scheinen nicht installiert worden zu sein. Hier, die Container sind ja installiert. Da gucke ich nochmal nach. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nicht alle Containerwagen, die ich ganz gerne hätte, hier installiert. Oder die Mods, genau, die Mods im Spielstand sozusagen. Die Mods habe ich, aber die sind nicht im Spielstand drin. Die werde ich nochmal wieder reinfügen, dass wir hier die Containerwagen haben, ehe wenn wir hier die Containerzüge hinschicken. Ne? Das wäre dann ganz wichtig. Wenn hier die Containerzüge fahren, dass wir dann auch die Containerwagen dafür haben. Logisch. So, dann würde ich sagen, fangen wir hinten noch ein Gebäude zu bauen. Wir hatten, genau, den hatte ich schon mal so vorbereitet. Den würde ich ganz gerne auch so haben. Wir müssen nur gucken, dass der ja auch irgendwie ranpasst. Genau, dann haben wir das hier angeschlossen. Perfekt. So. Genau, dann können nämlich die Leute hier vom Hafen direkt rüber. Können dann hier zum Bahnsteig. So, den können wir wegmachen. Das ist ja eh hier, fährt eh kein Zug bis dahin. Die laufen dann hier rüber und gehen dann hier hin. Und das ist dann die Endstation für diese S-Bahn, Diesel-S-Bahn-Linie. So, und dann würde ich sagen, ich überlege gerade, wie ich das genau mit den Gleisen mache. Ach, hier ist ein, genau, hier ist eine Haltestelle. Güterhaltestelle. Und zwar würde ich ja ganz gerne. Hier diese S-Bahn wird dann hier entlang laufen, genau. Und wird dann da reingehen. Und hier links wird es bald eine große Güterbrücke nochmal geben. Muss ich gucken, was ich für eine Brücke nehme. Für die Güterzüge, die werden nämlich hier über diese Strecke geleitet. Vielleicht werden wir auch so Spaß ein paar, so ein ganz bisschen aus Süden fahren lassen, dass hier einfach ein bisschen Verkehr ist. Dass auch aus Süden ein paar Güterzüge, Containerzüge hier hochfahren. Und dann hier umladen. Am Containerterminal. Aber die werden wir dann hinten auch über die Güterumgehung schicken. Das werde ich ein bisschen aufteilen. So. Dann bauen wir hier erstmal raus. Bauen hier hinten entlang. Ja, hier nicht. Nicht zu tief werden. So, und gehen dann hier ins die Strecke. Die Frage ist, wenn wir jetzt, wo haben wir eine Umgehungsstrecke? Hier haben wir eine Ausweichstrecke, ne? Genau. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall muss hier nochmal eine hin. Dass wir ein bisschen gleichmäßig das haben. Und natürlich werden diese Gleise auch an den Hafen angeschlossen. Vielleicht können wir das sogar noch diese Folge machen. Ich bin mir halt nicht ganz sicher.
Die 31 Minuten passen ja nicht ganz, die wir jetzt schon aufnahmen, die ich jetzt hier als Aufnahme stehen habe, weil ich natürlich einige Minuten nicht im weg sind sozusagen. Deswegen, ich glaube, wir sind bei 25 Minuten oder so. Dann könnte ich auch schon mal überlegen, ob ich die Gleisanlagen hier schon mal ein bisschen ausbaue. So. Ihr seht schon, der Kran bewegt sich ja auch und die laden auf und ab. Diesen Zug sollen die hier beladen. Aber da der ja nicht angezeigt wird, finde das total cool, dass hier die Container hoch und runter gehoben werden. Das ist so eine super Mod. Und die musste einfach hier noch mit drauf. So. Dann. Ich guck mal, ob ich eine Standardbrücke nehme. Ich wollte nicht schon wieder diese Stahlbogenbrücke nehmen, auch wenn ich die ja super passen würde. Weil zweimal Stahlbogenbrücke wäre mir schon eine Stahlbogenbrücke im Norden. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt hier hoch und machen. Das wäre natürlich cool, so weit nach unten, aber dann passen keine Schiffe mehr durch. Was hätte auch eine moderne Brücke jetzt zu nehmen. Als Güterzugbrücke, ehrlich gesagt. Eigentlich ist sie auch cool als Güterzugbrücke, ne? Passen die Schiffe da drunter durch? Ich glaube gerade so, ne? Es ist ja auch eigentlich ein Fluss, ne? Flussschiffe sind ja nicht so hoch, ne? Ich bin mir unsicher, ob das nicht zu niedrig ist von den Schiffen, ja? Gucken mal. Aber normalerweise sollten die auf jeden Fall ja noch durchfahren können. Wenn wir dann so rausgehen und vielleicht hier sogar direkt hier schon rausgehen aus den Gleisen. So, natürlich hier mit Oberleitung. Das können wir gleich noch machen. Das ist ja nicht so schnell. So schwer, da Oberleitung noch reinzuziehen. So. Genau, das ist auch in Ordnung, wenn die hier nur 60 km/h auf die Brücke drauf fahren. Ich würde eventuell die Brücke sogar langsam machen, dass die hier nur mit 60 rumfahren. Guck mal, wenn die hier mit 60 raus und rüberfahren und hier wieder beschleunigen, das wäre total sinnlos. Das finde ich aber unschön jetzt, dass der eine Pfeiler weg ist. Da müssen wir noch ein Stückchen wieder wegmachen. Leider hat sie einen Pfeiler ein bisschen weggehauen. Weil nur ein Pfeiler finde ich unschön. Wäre schon zwei. Ja, komm, zu 70 passt doch. Gehen die hier in die Kurve. Ich finde die Brücke ganz schick hier. Ist ja auch neu gebaut hier vermutlich. Wir können mal ein bisschen Betonschwelle nehmen. Ich würde sogar eigentlich fast sagen, wir sollten alles Betonschwelle nehmen, weil das hier alles Neubau ist vermutlich. Diese Container-Terminal ist ja neu. Da können wir auch über Betonschwellen setzen. Würde man heute wahrscheinlich eher so machen. So. Wir setzen das hier nochmal mit Betonschwelle. So. Diese Strecke können wir ja ohne Betonschwelle machen, weil das vielleicht die alte Hafenzufahrt ist, als hier noch ein kleiner Hafen war, als hier noch nicht der neue Container-Terminal eröffnet hat. So, was ich jetzt hier machen würde, ich hoffe, das ist auch ganz cool. Wir machen mal was anderes. Und zwar, wir binden das so an. Gehen hier noch raus. Gehen hier rauf. Genau. Machen dann hier so eine Kreuzung. Dort werden dann die Güterzüge übergeleitet aufs andere Gleis. Kriegen wir hier noch eine Überleitung hin? Oder die fahren, ne, dann machen wir nach dem Bahnhof die Überleitung. Ist auch nicht so schlecht. Dann fahren die zwar nur auf der einen Seite hier durch den Bahnhof durch. Könnte ein bisschen für Chaos sorgen, aber hat was, wenn sie dann hinterm Bahnhof erst die Gleise wechseln. So. Wir gucken mal, ob es für zu viel Chaos sorgt. So. Dafür bekommt das Gleis jetzt hier, das Signal hier weg. Genau. Und auch das Signal wird eben verschwinden und wird umgestellt an diese Position. Perfekt. Ja, dann haben wir das schon mal. Auch hier kommen neue Gleise hin oder neue Signale hin. Ein- und Ausfahrsignale hier für die Einführung. Dann geht es hier wieder raus. Genau, perfekt. Hier machen wir eine Kreuzweiche gleich hin. Oder wir machen es anders, bauen hier gleich zwei Weichen hin. Eigentlich wären zwei Weichen cooler. So, zack, genau. Nee, dann haben wir bitte hier den. Genau, zack. Und hier wieder rüber. Perfekt. Da
Dann die Signale hier vom Bahnübergang noch. Und auf der anderen Seite. Sehr gut. Dann Oberleitung. Auch für die Überleitstellen, dass wir die nicht vergessen. So, zack. Auch hier hinten. Hier rüber. Boah, das ist eng hier, ne? Aber ich finde es gar nicht so unrealistisch, wenn die Flussschiffe, die sind ja nicht so hoch, ne? Würde man heutzutage so eine flache Brücke bauen? Vielleicht fahrt ihr mal irgendein großes Schiff, aber hier fahren nur Flussschiffe entlang. Das ist durchaus... Wenn ihr euch mal zum Beispiel Brücken auf dem Mittellandkanal anguckt, wo ich ja nicht so weit entfernt wohne, die sind auch nicht viel höher. Das ist schon eine normale Flussbrückenhöhe, würde ich jetzt mal sagen. Laienwissen, aber ich glaube schon. So. Dann würde ich hier ab und zu nochmal so bauen, genau. Auch hier nochmal rüber. Na, das ist nämlich wohl. Ja, Dankeschön. Hier raus dann schon mal ein paar, nochmal so ein Gleis ziehen für die andere Strecke zur Anwendung. Guck mal. Kriegen wir das hier irgendwie rein? Eventuell sogar mit dem alten Schwellen noch. Genau, das hier vielleicht noch die. Das sind noch die Reste der alten Strecke, die sozusagen früher hier hochging. Deswegen hat man das hier einfach so gelassen. So. Hier rüber. Dann hier würde ich Abstellbereich tatsächlich zwischensetzen. Ich guck mal eben, ob ich hier alles jetzt voller Oberleitung. Ach ja, nein, wollte ich gar nicht. Nee, ich wollte schon, das war schon richtig. Ich wollte das. So. Ja, genau. Hier vielleicht sogar weg. Genau so. Hier ist noch ein bisschen altes Gleis. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich wollte hier dafür sorgen, dass hier überall Oberleitungen sind. Vorne müssen, glaube ich, keine Oberleitung sein. Hier ist gerade diese Strecke. Hier werden, eventuell werde ich hier eine Rangierlok hin und her schicken und so. Das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig. Und hier geht dann halt. Geht es dann halt in, diese Haltestelle. Es wird zwar eine S-Bahn-Strecke, ne, aber ich glaube, die höchsten Takt wird die jetzt auch nicht bekommen, die S-Bahn-Strecke. Obwohl hier. Eigentlich kriegen wir auch einen guten Takt hier hin, ne, wenn hier vorne schon wieder. Hier vorne schon wieder gedreht werden kann. Hier haben wir zwei überall. Ja. Zwei Stellen, wo sich zwei Züge begegnen können. Das passt ganz gut. Hier hinter dem Bahnhof noch ein Signal. Genau. Dann hier haben wir auch ein Signal, das passt. Dann hatte ich hier die Oberleitung schon weggenommen. Hatte ich. Denn hier sollen ja keine Oberleitung mehr hin. Genau. Und dann kommt die S-Bahn, wird dann hier oben fahren. Von hier oben. Ich glaube, die fährt mit einem einteilig nur. Aber ich würde es halt trotzdem gerne als S-Bahn deklarieren. So, ich würde hier rechts, ich habe jetzt überlegt hier links, aber hier rechts finde ich besser, da noch ein Gleis daneben setzen. Oh, das mag er irgendwie gerade gar nicht, da Gleise daneben setzen. Ich speichere mal vorher. Also will mich hier rechts kein Gleis setzen. Ja, das ist ein bisschen, wenn man da zu viele von diesen Gleismods installiert hat, das ist ein bisschen gefährlich. Wir sind mittlerweile Folge 52, ne? Ja. So, Super City Folge 52. Ich glaube, wir müssen so langsam müssen wir dann nochmal zum Schluss kommen der Folge. Aber ich setze jetzt noch den Bahnhof und würde den Zug noch kaufen. Würde die Linie noch einrichten oder machen wir das? Vielleicht machen wir dann nächste Folge eine Mitfahrt damit. Das wäre doch cool. Auch wenn der Hafen jetzt noch nicht so richtig steht, ne? Okay, wäre natürlich cooler, wenn der Hafen richtig steht, eine Mitfahrt zu machen. So, gut. Gebäude. Ne, ich würde vorher nächste Folge noch ein bisschen was verbessern, bevor wir die Mitfahrt machen. Nächste Folge können wir vielleicht mit dem Schiff da mal runter, ein bisschen runterschippern. Mal gucken. So, ich wollte jetzt auf jeden Fall nochmal hier es riskieren und mal kurz hier reingehen. Hier muss ja auch irgendwo das normale Gleis liegen. Da sind sie. Das ist Betonschwelle, ne?
Okay, das mag er nicht. Mag er das jetzt gar nicht, wenn man dann Gleisen setzen wollte? Alter. Warte mal, hier waren die normalen Gleise. Ich glaube, die sollten funktionieren. Ja, die macht er. Okay, gut. Ich habe zu viel Gleismods installiert. Man merkt es. Ziemlich am Bruckeln dann. Wenn man hier noch Gleisen zusetzen will. So, haben wir jetzt hier Oberleitung oder nicht? Ja, wäre auch egal, wenn nicht, aber... Wäre dann vielleicht sogar ganz sinnvoller, den ganzen Bahnhof hier Oberleitung zu geben. So. Genau, dann haben wir Gleis 3 da noch. Und dort wird dann tatsächlich auch diese S-Bahn beginnen. Das heißt, sie fährt ja eigentlich mit Ring, ne? Eigentlich müsste sie die Nummer 20 kriegen. Sie fährt ja teilweise auf dem Ring. Ich hatte ja eigentlich mal gesagt, jede S-Bahn, die auch nur teilweise auf dem Ring fährt, kriegt eine Nummer mit einer 20. Wollen wir die 20er nummerieren? Also, von der Nummerierung würde es mir Sinn ergeben. Auch wenn es nur eine Diesel-S-Bahn ist. Aber ich würde sagen, ja, das kriegt eine 20er Nummer. Weil die hier halt diesen Abschnitt mit auf dem Ring fährt. Auf dem S-Bahn-Ring. So. Dann. Ich glaube, die wird auch nicht viel genutzt werden. Also die wird, gut, vielleicht da hoch ab und zu mal, dass hier ein paar Leute fahren, aber sonst hat Altenhofen ja einen anderen S-Bahn-Anschluss. Da müsste ein einteiliger Zug reichen. Warum bin ich in Super City? Lass uns doch die beiden hier hinten kaufen, das geht doch besser. Genau. Kaufen wir hier mal. Von denen bitte. Ich finde diese mit den S-Bahn-Markierungen am schönsten, ne? Zukunft aus China auch alles schick, aber... Wenn es schon eine S-Bahn ist, dann bitte auch ein S da dran. Kaufen wir mal 3 Stück. Ich muss mal gucken, was das für einen Takt dann hat. Neue Linie. Die startet hier oben. So. Jo. Dann hier. Ist richtig? Ja, ist richtig. Genau. Und endet hier unten. Dann wieder zurück. Und dann geht es hier bei Altenhofen Süd wieder zurück. Sehr gut. Hier fährt sie aus irgendeinem Grund eingleisig. Das müssten wir mal ganz kurz korrigieren. Weil hier keine Übergangsgleise ist. Doch, ist es. Hier ist kein Signal. Der Bahnhof. Warum ist hier noch... Oh. Ist noch so ein ganz bisschen Oberleitung. Nee, macht er immer nicht. Aber können wir ja korrigieren. Nachdem er das letzte Mal an Altenhofen Süd gehalten hat, bitte an diesen Signal. Ja, jetzt sollte es passen. Genau, da wechselt er hier rüber. Dann teilen die sich hier auf. Was macht er denn hier? Nö, der kann schon. Hier ist noch so ein Teil der Oberleitung. Das müssen wir auch nochmal kurz wegnehmen. Der kann schon hier rechts bleiben, ehrlich gesagt. Das finde ich auch sinnvoller. Wollen wir da ein Signal anstellen? Ich würde da ganz ehrlich gerne einen kein Signal anstellen, sondern einen Wegpunkt. Dann werfen wir so einen Standardwegpunkt. Der kommt ja dann von Pluswerke Anbau. Welche Station ist denn welche? Pluswerke Anbau, das ist es genau. Ja, und den könnten wir eigentlich. Ja, genau, das passt so. Perfekt. Da fährt die neue S-Bahn schon. Wagen kennen wir ja schon. Nutzt ja auch die andere S-Bahn-Strecke hier. Das ist ja unser Diesel-S-Bahn-Netz. Gibt's auch in manchen Städten, ne? Also, und ich guck mal eben, was der Takt sagt. Und ich finde es einfach, das ist eine S-Bahn-Strecke hier. Wir müssen ein bisschen höheren Takt natürlich für eine S-Bahn bekommen, aber sonst passt das. So, was ist eigentlich die S4? Was hat die denn für Takt? Die hat ja auch nicht den höchsten Takt, glaube ich, ne? Die ehemalige RB, jetzt S4. Sieben Minuten. Ich finde hier fast, hier könnte noch Zug mit zu. Ich hoffe, dass der die Strecke nicht überlastet. Aber eine 7-Minuten-S-Bahn-Takt finde ich ein bisschen niedrig. Ich glaube, das wird sogar ein bisschen überlastend dann. Müssen wir wirklich gucken. Hier müssen wir, würde ich noch ein Signal hinstellen, damit wir ein bisschen höheren Takt auch bekommen. Weil hier auch zwei Linien jetzt fahren. Hier vom Bahnübergang?
Nee, eigentlich finde ich immer hinter dem Bahnübergang besser, dann stehen sie zwar so, obwohl die Züge sind so kurz hier, die stehen vielleicht nicht mal auf dem Bahnübergang. Passt, sehr gut. Und das ist jetzt Linie 14. Die benennen wir noch um. Welche Linien haben wir denn jetzt? Ich weiß, ich mache wahrscheinlich eine 40-Minuten-Folge gerade. Also eine 22 und eine 23 gibt es. Gibt es eine S24? Das ist zum Zentrum, die S23. Die S22 ist plus Werk Flughafen. Haben wir eine weitere Linie, die auf dem Ring fährt? Oder zumindest teilweise auf dem Ring? Nee, da ist die S24. Tatsächlich. Geht los in Chemiestadt. Neuer Hafen, nenn ich es erstmal. Erkenne ich den Raum. Perfekt, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, mit dem Bild, die beiden Züge hier sich gerade kreuzen, den hier, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.